Oh, hier sind auch irgendwie so Vasen. Die gibt's sonst irgendwie nicht. Also nicht beim OC Decorator Mod mit dabei. Das sind anscheinend wirklich neue, gemoddete Dinger. Sieht cool aus. Ah, das ist gut. Stelle ich hier aufs Fensterbrett eine, lenkt vielleicht wieder ein bisschen vom hässlichen Fenster ab. Perfekt. Da gibt es auch andere Lichter. Ach ja, genau, die sind crazy. Ressourcenladen, USO. Aber im USO? Ach so, manche Creation Club-Sachen sind wieder im USO integriert, aber nicht alle. Das macht es nicht gerade leichter, hier noch die Überblick zu finden. Verdammt nochmal. Ja, das ist auch nicht schlecht. Oh, jetzt ist er vom Stuhl gefallen. Dammit. Jetzt haben wir ihn nervös gemacht. Das ist wirklich komisch. Ich finde den nicht. Schade, der wäre jetzt cool gewesen. Stelle ich halt hier noch ein kleines Auto hin. Oder ein größeres Auto. Je größer das Auto, desto mehr lenkt es vom Haus ab. Aber ein Voltec-Truck weiß ich nicht mehr. Will lieber hier so ein Pickup. Naja. Wow. Ich glaube, ich mach das mal. Hier auch ein paar Bäumchen. Das ist gar keine schlechte Idee. Die Bäumchen, die verdecken dann auch ein bisschen das hässliche Haus dahinter. Die sollen gar nicht zu groß sein. Die sollen gerade so sein, genau, das Haus dahinter verdeckt wird. Ich glaube, ich darf es nicht übertreiben. Ich glaube, ich sollte aufhören. Vielleicht hier noch eins, weil nachher dann die Treppe weg ist. Dann genau. Ach ja, ist schon okay. Der große Baum ist. Naja, ich lasse das mal so. Fürs Erste. Ich glaube, der kommt wieder weg. Aber gut. Ah, das sieht total blöd aus da oben, sehe ich gerade. Man kann da von unten voll drunter gucken. Das ist nicht cool. Ja. Ah ja, hier gibt es auch Bücher, die man aus Stoff machen kann. Ah, stimmt eigentlich. So ein Vorkriegsgartenzaun wäre auch eine Idee gewesen. Jetzt ist es eigentlich schon zu spät dafür, aber grundsätzlich vielleicht noch ein Flamingo. Laden wir alles voll hier. Was soll's? YOLO. Da. Noch ein Grill. Bam. Oh, das könnte man vielleicht hier, aber das sieht man wieder unten rein und sieht, dass es hässlich ist. Nee, okay. Lassen wir das lieber. Ah! Das ist ja noch besser. Ich wusste das gar nicht, dass der Prevar Item Mod das kann.
Das sind ja verschiedene Objekte, die ich gerade geholt habe und mehr, die man einfach so platzieren kann, die man craften kann quasi. Das ist natürlich super cool. Da werden wir jetzt alles einzeln durchgehen und vollstopfen. Also Waschmittel brauchen wir nicht. Was ist das? Ein Wecker? Nö, hier nicht. Schlafzimmer dann vielleicht. Genau, so was zu essen. Da muss ich halt hier für die Theke muss ich fast schon wieder mit der Glitchsäule arbeiten. Aber ich stelle hier mal hin, was geht. An Sachen. Blue Dress Bowl. Einfach so eine Schüssel. Ja. Genau. Stellen wir hier hin. Du bist irgendwie creepy. Musst du hier unbedingt rumstehen? Kannst du nicht woanders rumstehen? Andere Leute anstarren? Ich bin gerade beschäftigt. Ich kann gerade nicht angestarrt werden. Immer wieder schön, wenn man Sachen unter Tische, aber nicht auf die Tische stellen kann. Super. Stellen wir den hier hin. Hä? Hallo? Was ist denn jetzt los? Aha, haben die Objekte dann doch Physik, die ich hier platziere? Ach so, dann ist es doch nicht wie der OC Decorator. Dann ist das doof. Die sollen ja eben gerade keine Physik haben, weil sonst genau das passiert, was da jetzt gerade passiert ist. Nämlich, dass die überall durchglitschen und runterfallen und blöd sind. Mal schauen, ob das dann auch auf die anderen Sachen zutrifft. Wer weiß. Ach, mehr ist hier eh schon nicht mehr. Na gut, okay. Aber woho? Waren jetzt die Bücher gleich nochmal? Hier. Weil theoretisch mit dem Glitch-Mod wird das gehen, dass quasi einfach eine Reihe versteckt wird hinter den Büchern. Dass es so aussieht, als wäre halt nur ein Regalboden nicht vorhanden. Quasi. Da baue ich mal ein paar. Okay. Glitch-Item. Glitch-Stempen. Nimm die Bücher. Dann nimm andere Bücher. Ist mir eigentlich wurscht, welche wir nehmen. Ah ja, gut. Ich habe schon befürchtet, es geht nicht, aber es geht doch. Ja, gut. Sind denn die Steam-Geschenke angekommen? Ja, habe ich bekommen. Dankeschön. Und ja, interessiert mich grundsätzlich. Finde ich sogar cool. Das wollte ich sogar lange schon spielen, aber hab's noch nie, also hab's mir dann doch nie geholt. Es ist leider immer eine Zeit. Frage leider eben immer. Aber grundsätzlich auf jeden Fall cool. Ich werde mir das, wenn ich Zeit habe, definitiv anschauen. Mir fällt der Name nicht ein, Mensch. Das Talos-Prinzip, gell? Heißt's. Da habe ich nämlich mal vor langer Zeit schon im Podcast drüber gehört. Und hat sich echt interessant angehört. So, die ersten Bücher, die ich da platziert habe, stehen schon mal krass über. Das ist ein bisschen doof. Ich muss die echt vorsichtig platzieren. Ja, also auf jeden Fall danke dafür. Es ist cool, auf jeden Fall. Die stehen besser. Genau, müssen wir die anderen nochmal neu platzieren. Beziehungsweise muss ich sie leider kaputt machen. Was habe ich gerade fürs Verwerten von den Büchern bitte bekommen? Das muss ich mir mal nochmal anschauen. Das war gerade komisch. Stempen? Okay.
Holz, Stahl, Beton. Warum kriege ich Beton? Warum? Und Stahl? Was sind denn das für Bücher? Stahlbetonbücher. Naja, okay. So, jetzt ist halt quasi da noch ein bisschen Raum an der Seite. Müssen wir mal schauen, wie wir das füllen, wie wir den voll kriegen, ohne dass das komisch glitscht. Ein Walking Simulator mit Rätselanteil und philosophischen Fragen. Ja, genau. Im Prinzip verweise ich es eh. Klingt auf jeden Fall cool. Das Weltraumspiel hat mich an den Freelancer Let's Play erinnert. Mit mehr Konfigurationsmöglichkeiten. Ah ja, auch nicht schlecht. Worum geht's gerade um Steam-Spiele, die mir der Gedankenspiegel netterweise gegiftet hat? So könnte man das machen, ohne dass es super weird aussieht. Ein bisschen weird, aber gut, das war klar. Aber es hält sich in Grenzen. Ja, das passt sogar ganz gut. Das sieht hier sogar einfach aus, als wäre ein sehr dünnes Buch. Ja, nur hier, wo jetzt mein Cursor ist, da steht ein Buch. Komisch glitscht das Ding rein, aber hier, das passt eigentlich. Naja, das müssen wir jetzt nur noch ungefähr 20 Mal wiederholen. Gute Nacht, Fichtenholz. Mach's gut. Ich werde hier noch ein paar Bücher stapeln bis dahin. Bis dahin? Weiß ich nicht genau, aber bevor Schluss ist. Nein! Was habe ich denn jetzt gemacht? Wo sind denn jetzt die Bücher hin? Bin jetzt irgendwo in die Wand geglitscht. Oh Mann, ey, es ist schon spät. Ich kann nicht mehr. Ah, guck mal, die schweben jetzt hier einfach. Die habe ich nicht gesehen. Optische Täuschung. So. Weg damit. Papa Ing, danke fürs Subscriben. Hi, cool, dass du mit dabei bist. Schönen Abend. Schöne Nacht oder wie auch immer. Hallo auf jeden Fall. Return of the Bücherstapler, genau. Der Bücherregal-Einräumsimulator 2000. Ja, passt schon. Glitscht minimal ineinander. Aber bevor ich da jetzt nochmal anfange, nee. Meine Frau spielt Hausflipper. Ah, ja. Das sagt mir was. Das habe ich mir nämlich sogar mal angeguckt im E-Shop, weil ich mir auch gedacht habe, witzigerweise, dass das für die Merlin was sein könnte. Und ist das cool?
Das ist schon das Spiel, wo man so Bruchbuden renoviert im Grunde. Mit ganz viel, im Grunde so Minispielen, wenn man so will. Einfach. Und der Mechanik her. Ich mache jetzt noch ein, zwei Reihen, mache ich noch voll mit Büchern. Den mag ich aber nicht mehr. Aber hier könnte man noch, vielleicht ganz unten, warum nicht? Ganz unten ist sogar leichter, dann kann ich die Bücher unten abschneiden. Das ist doch gut. Machen wir unten die Leiste noch komplett voll. Genau, die Story ist im Vergleich zu Fallout 4 ein bisschen flacher. Besteht nur aus E-Mail-Konversation. Nee, dass es überhaupt eine Story gibt, wundert mich schon. Ich dachte, das wäre eher so wie... Ja, vielleicht ist das auch gar kein so blöder Vergleich wie PC Building Simulator, wo die Story im Grunde daraus besteht, dass Kunden einen anschreiben und sagen, hey, ich brauche bitte das und das und das, weil morgen erscheint Cyber Snyder 5 und das soll laufen. Mach das mal. So in der Art habe ich mir das vorgestellt eher. Wenn man genau hinsieht, ein Buch halbiert von der Mittelwand, aber es geht eigentlich. Sieht gar nicht so schlimm aus. Ziehen jetzt alle hier ein oder wie von mir aus? Dann geht alle da rein. Ist okay. Bei der PC-Bilder für angehende PC-Bastler durchaus sinnvoll sein kann. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das ist schon ganz cool eigentlich. Wirklich. Und hat auch sogar wirklich Spaß gemacht, der Story-Modus ein bisschen. Ist das bei dem Hausflipper auch so? Also sind die Sachen, die man da macht, sinnvoll? Lernt man vielleicht sogar ein bisschen was Handwerkliches? Zumindest in der Theorie vielleicht oder so? Oder ist das eher wirklich nur einfach doofes Minispielgedrücke ohne Bezug zur Realität? Was sind eigentlich eure Lieblingsspiele? Also eine gute Frage in den Chat. Also, ich glaube, mein All-Time-Favorite-Spiel, weil es mich einfach damals zu der Zeit, als es erschienen ist, so beeindruckt hat, wie kein anderes Spiel mich zu seiner Zeit beeindrucken konnte, ist Ocarina of Time. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Das war einfach ein irrsinniger Meilenstein. Und Ähnliches kann ich auch sagen über Resident Evil 4. Das gehört auch zu meinen super All-Time-Lieblings-Favorite-Spielen. Und vielleicht auch Metal Gear Solid 5. Das war vielleicht nicht so wegweisend, aber das war einfach perfekt, finde ich. Und ansonsten Earth Defense Force. Alle Teile. Wenn es um reinen Spielspaß geht, dann ist Earth Defense Force einfach der Wahnsinn. Ich habe eigentlich wirklich unglaublich viele Lieblingsspiele. Ich wollte mal eine Top 100 mit Spielen machen, die mir wirklich gut gefallen. Also wirklich so Top 100 Lieblingsspiele. Unsortiert. Einfach nur 100 Spiele. Und die Liste war so schnell voll, dass ich mich echt erschrocken habe, weil das hätte ich nie im Leben gedacht. Im Vorfeld dachte ich mir, oh, ob die Liste voll wird. Aber dann auf einmal, bam, 100 Spiele. 100! 100 Lieblingsspiele auf einen Schlag, sofort voll die Liste und ich hätte noch viel mehr gewusst und dann habe ich aufgegeben. Dann habe ich mir gedacht, nee, okay, wenn es
das nimmt Übermaße, das nimmt Überhand. Ich meine, das unterschätzt man auch ein bisschen. Wenn ich zum Beispiel einfach nur an Mario denke, dann sind da schon 20 Spiele in der Liste, so ungefähr. Wenn es wirklich um Spiele geht und nicht um Franchisen, sind es... Ach ja, man hat es nicht leicht. So, was stellen wir jetzt noch in das Regal? Ja, wisst ihr was? Genau. Ich stelle da hinten jetzt mal ein paar Sachen hin, die noch in Frage kommen für das Regal. Fangen wir mal von vorne an. Also, das eher nicht. So ein Wecker. Kann schon mal im Regal stehen. Ja, ich meine theoretisch, aber eigentlich weiß ich jetzt auch. Kamera. Globus haben wir schon einen. Ist jetzt eher nicht so viel dabei fürs Regal. Schade, schade. Dann schaue ich mal nochmal beim Unlock Settlement Object. Decoration. Weiß nicht. Irgendwie ist da auch nicht so viel, oder? Was man wirklich sinnvoll ins Regal legen könnte. Ich wollte ja eben eigentlich gerade nicht so Fallout-typische Sachen wie Waffen und sowas ins Regal legen. Aber alles einfach nur voller Bücher stellen ist ja auch irgendwie doof. Und warum dieser OC Decorator Mod nicht funktioniert, weiß ich leider nicht. Der wäre jetzt nämlich wirklich nützlich. Aber der ist hier leider nirgends zu finden. Schade. Naja, dann muss ich halt die zwei Sachen, die ich mir jetzt rausgesucht habe, echt gut in dem riesen Regal verteilen, damit das schön abgedeckt ist, alles mit den beiden Objekten. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Düdüt. Oh, ist eh zu groß, Mensch. Passt eh nicht rein. Naja. Nee, warte mal. Irgendwie rutschen die dann auch noch ein bisschen rum, nachdem die platziert wurden und so. Dass die werden dann wirklich physische Objekte. Das will ich wirklich gar nicht eigentlich. Ja, die könnte ich wirklich nehmen. Ah, das finde ich doof. Ja, müssen wir fürs nächste Mal. Versuche ich vielleicht, hoffentlich denke ich dran, den OC Decorator Mod ein bisschen zu reparieren. Weil wenn der funktionieren würde, wäre es cool. Dann könnte man hier das Regal nämlich noch ganz schön einräumen. Ja, also das Wohnzimmer restaurieren hier. Die Küche, das hat gut funktioniert, finde ich. Da kann man nichts sagen. Das ist ganz schön geworden, oder? Bisschen mehr Klimbims noch. Ein bisschen mehr Grusch. Schon ist das schön. Ach, warte mal, einen Stuhl könnten wir zum Schreibtisch aber jetzt wirklich noch stellen. Also ein Zimmer wird auf jeden Fall natürlich noch das Schlafzimmer. Hier wahrscheinlich machen wir noch ein Schlafzimmer.
ein Badezimmer, welches auch immer. Und na, so klein hätte man ein Büro machen können, aber jetzt habe ich hier vorne schon einen Schreibtisch eigentlich. Man könnte Toilette und Dusche trennen oder so vielleicht. Ein kleines Zimmer noch. Müsste man mal gucken, was wir noch für Optionen haben an Möbeln, die Sinn machen. Jetzt auch ein Büro. Ja, genau, warum nicht? Kommt mir ein bisschen niedrig vor. Juda, setz dich mal auf den Stuhl. Ich will sehen, wie das aussieht. Ob das geht? Oh, bitte nicht abstürzen jetzt. Bitte nicht abstürzen. Okay, er setzt sich zwar nicht auf den Stuhl, aber abgestürzt ist es auch nicht. Ich werte das mal als Erfolg. Ich speichere mal. Hausflipper eher was für Innen- und Gartendesigner. Aber kann man dann schon relativ frei gestalten? Ich dachte, das ist relativ vorgegeben, was man da macht. Naja, okay, cool. Final Fantasy VII, das ist auch so ein Klassiker. Genau wie Ocarina of Time ist auch Final Fantasy VII so ein... Wenn man Leute fragt, was ist dein Lieblingsspiel aller Zeiten, kommt das Spiel. Quasi. So ein Favorit. Mein All-Time-Spiel von der Anzahl der Spielstunden her ist Panzergeneral 3D. Haha. Das kann ich leider gar nicht sagen, da das über so viele Plattformen verteilt ist und viele keine Statistiken anzeigen, kann ich es gar nicht sagen. Aber von Spielzeit her denke ich mir immer, müsste wahrscheinlich Civilization 4 gut mit dabei sein. Vom meistgespielten Spiel ever her. Aber... ich würde sagen, Kerbal Space Program und, wie heißt es denn? Mir fällt der Name nicht ein. Mount & Blade dürfte auch ein Favorit sein. Mount & Blade habe ich schon auch sehr viele Stunden gespielt insgesamt. Da habe ich halt auch, da kann ich mir halt auch nur die Spielzeit von der Steam-Version angucken. Und die habe ich erst relativ spät gekauft. Da habe ich eigentlich das meiste schon ausgespielt. Sowohl bei Mount & Blade als auch bei Kerbal Space Program. Und bei Civilization 4 eigentlich auch. Die habe ich alle noch ohne Steam besessen quasi. Yeah, Parkour. Könnte man eigentlich auch machen, ne? Hat bestimmt jemand schon mal gemacht, oder? Einen super Parkour Jump'n'Run Park in Fallout gemacht, wo man dann Wettrennen machen kann. Moment, es gibt keinen, nicht wirklich. Also, aber ja. Könnte man machen. Was sagst du zu Mount & Blade Bannerlord? Das ist jetzt der neue zweite Teil, oder? Ist das Mount & Blade 2? Quasi. Weil das habe ich noch nicht gespielt. Ich habe da gemischte Sachen gehört und habe sowieso keine Zeit und habe es mir deswegen nicht geholt. Ich,
ich bin da ehrlich gesagt, ich kenne mich auch gar nicht so aus, weil ich habe, als ich gesagt habe, Mountain Blade könnte ein Favorit sein, bin ich schon ins Grübeln gekommen. Weil es gab ja schon vor Mountain Blade 2 mindestens 2 oder 3 verschiedene Mountain Blades, die aber irgendwie genau gleich sind. Und dann habe ich es auch noch dauernd mit Mods gespielt. Also kann ich nicht mal genau sagen, was jetzt Vanilla ist und was zu wem gehört und was welches Spiel ist. Deswegen keine Ahnung. Aber wie gesagt, den zweiten Teil, den habe ich jetzt noch nicht gespielt. Weil da eben, wie gesagt, ich habe erstens sowieso keine Zeit. Seitens sind da die Meinungen recht gemischt. Also weiß ich es auch nicht genau. Wenn jetzt alle Mountain Blade 1 Fans gesagt hätten, ja, das ist wie der erste, nur besser, dann hätte ich gesagt, okay, dann schaue ich es mir mal an. Aber da eben die Gemüter hier auseinandergehen, bin ich jetzt auch nicht so super gehypt, deswegen. Bei Kerbal Space Program 2 bin ich auch skeptisch. Da habe ich mich echt drauf gefreut, aber scheinbar haben jetzt die Entwickler gewechselt. Das macht jetzt ein anderes Entwicklerteam. Das ist natürlich immer erstmal super gefährlich. Mal schauen, ob die das einfangen können, was die Originalentwickler da im ersten Teil gemacht haben. Naja. Mal abwarten. Ja, cool. Schönes Haus. Schönes Wohnzimmer. Ah, jetzt würde ich... Es wäre ein schöner Schlusspunkt, aber... Naja, okay. Machen wir die Wände fürs Schlafzimmer heute noch oder so. Machen wir das noch. Barry der Barbar. Meinst du das Safecam von dem Laden, oder wie? Der war schon auch lustig. Aber wir müssen hier Wände bauen. Es hilft ja nichts. Die Wände bauen sich nicht von alleine. Befürchte ich. Nee, warte mal, das waren Betonteile, die ich benutzt habe, ne? Beton, aber eben mit einer speziellen Vorkriegs-Home of the Future-Textur, genau die da sind es! Okay. So, dann brauchen wir einen Türrahmen auf jeden Fall, mindestens. Vielleicht sogar 2. Gedankenspiegel, dankeschön. Yay, super nett von dir. Gute Nacht, mach's gut, schlaf gut, bis bald. Und ein so ein Fenster brauchen wir auch auf jeden Fall. Aber Barry, weiß gar nicht, was haben wir da mit dem gemacht? Nur Leute im Nahkampf kaputt gehauen. Aber waren wir da... Weiß ich, kann mich gar nicht mehr erinnern. War das im Überlebensmodus? Barry der Barbar? Warte mal, ich schau mal kurz beim... Ach so, da kann ich jetzt die Spielstände mir nicht sortiert anzeigen lassen. Aber hier ist zufällig Barry der Barbar. Boston, 22 Stunden. Haben wir doch ein bisschen gespielt. Der Pümpel-Raketen-Chunk-Chat. War das Barry? War das Barry der Barbar, der quasi mit dem Chunk-Chat nur Pümpel verschießt, ne? Ich kann mich, glaube ich, wieder erinnern. Ich dachte gerade, das wäre ein anderer Charakter, aber doch, genau. Und wir haben dann ständig Pümpelmangel gehabt, eigentlich. Da ist uns erst aufgefallen, wie wenig Pümpel es in dem Spiel eigentlich gibt. Dramatisch wenig Pümpel. Permanente Pümpel-Unterversorgung. Das geht gar nicht.
Moment mal, habe ich hier schon einen Türrahmen hingebaut? Irgendwie schon, ne? Oh ja, cool. Außen noch nicht. Damit Jericho, danke fürs Subscriben. Cool, dankeschön. Der Flur wird, befürchte ich, ziemlich eng, wenn ich das hier alles mit neuen Wänden bebaue. Na dann. Da kümmern wir uns dann drum, wenn es soweit ist. Ah ja, das geht schon. Da kommt man schon noch durch. Ich mache mir eher Sorgen, dass hier überall diese komischen Stempel stecken bleiben, früher oder später. Ist alles voller Stempel, nur noch. Die irgendwo eingemauert sind und weggeglitscht und so. Aber naja. Okay. So weit, so gut. Ich glaube, ich brauche noch kleine Wände. So, hier brauchen wir noch eine große Wand, mindestens eine, und dann wahrscheinlich nur noch kleine Wände zum Stopfen. Fallout Freitag, stimmt. Hi, Falkos. Hallo. Fallout. Nee, ich versuche gerade ein Wortspiel mit Fallout und Freitag zu finden, aber mir fällt keins ein. Right out. Old Tag. Frawl. Frawl Tag. Whatever. So. Schmale Wände. Mindestens zwei, vielleicht sogar drei. Schauen wir mal. Zack. Ja, den New Vegas, ich habe ein paar Fallout-Soundtracks in der Playlist mit drin. Aber leider immer nur so kurze Stücke. Leider nur so kurze Stückchen. Ich weiß gar nicht genau, warum. Warum die alle nur so kurz sind. Eine Unverschämtheit ist das. So. Stopfen wir hier noch die Wand. Ja, und dann ist es soweit in Ordnung mit den Wänden, würde ich sagen. Jetzt können wir uns überlegen, welchen Boden wir im Schlafzimmer verlegen wollen. Ich finde mit den Teppich-Holzdingern, das hat ganz gut funktioniert im Wohnzimmer. Sowas in der Art könnte man auch im Schlafzimmer benutzen, halt ein anderes Muster. Aber grundsätzlich ist das in Ordnung. Ja, und fürs Badezimmer kann man dann gleich so Fliesen benutzen. Muss ja keiner wissen, dass das nur bemalter Holzboden ist. Vielleicht einfach nur so roten, langweiligen Teppich. Finde ich gut. Irgendwie langweiligen roten. Da, das müsste reichen. Wann kommt nochmal Deadly Premonition 2 raus? Am 10. Also nächsten Freitag. Und genau deswegen findet da auch der 24-Stunden-Stream statt. Wir spielen zwar nicht nur Deadly Premonition 2 im 24-Stunden-Stream,
Das hätte ich schon mal mit Resident Evil 4 versucht und das ist keine gute Idee, 24 Stunden lang dasselbe Spiel spielen zu wollen. Da wird man wahnsinnig bei jedem Spiel, egal. Aber das wird bestimmt auch einige Stunden in Anspruch nehmen. Ich habe aber auch viele andere Spiele gekauft. Kannst du jetzt mal abhauen, bitte? Oh, ich habe mir noch viele andere Spiele geholt, damit wir viel Abwechslung haben und viel Spannung, Spaß. Mit Kinderschokolade kann ich leider nicht dienen. Die müsst ihr euch im Notfall dann im Zweifelsfall selber organisieren. Aber für alles andere ist gesorgt. Ich habe außerdem vor, kann ich jetzt mal anteasen. Ob ich das schaffe, weiß ich es nicht. Weil ein Spiel, auf das ich mich dieses Jahr auch noch sehr freue, neben Deadly Premonition 2, ist No More Heroes 3. Und eventuell, ich spiele mit dem Gedanken, aber ich kann jetzt noch nichts irgendwie offiziell ankündigen oder versprechen. Aber ich spiele auf jeden Fall mit dem Gedanken, vielleicht No More Heroes 1 und 2 danach, wenn wir mit Deadly Premonition 2 durch sind, im Stream durchzuspielen, bevor No More Heroes 3 kommt. Das fände ich ziemlich cool. Okay, das ist komisch geworden, aber ist eigentlich wurscht. Muss ich ganz viel ineinander glitschen. Insofern, das ist PS4. PS4, genau. Nein, ich möchte bitte einfach... Das macht mich fertig, dieser Mod. Zum Glück habe ich hier eine Glitch-Stempen-Farm schon vorbereitet. Was heißt denn der Finish? Die haben noch gar nicht angefangen. Ich sag jetzt. Mann ey, manchmal ist der aber stur. So, jetzt müssen wir echt aufpassen. Dass das nicht den Raum verlässt. Quasi. Hä? Wo ist er denn jetzt hin, der Boden? Oh, da ist er. Okay. Also, okay, ja. Okay. Ganz flach. So. Das sieht okay aus. Das sieht gut aus. Jetzt noch ein Teppich. Jo, Katze, was ist denn? Stell die. Was ist denn los? Huh? Hört man sie? Hört man sie miauen? Alter, was ist denn, ha? Huh? Ja, du arme, frisch operierte Katze. Der geht's gut. Heute Morgen hatte sie echt noch Schmerzen, offensichtlich. Da saß sie einfach nur zusammengekauert im Eck und hat apathisch geguckt. Aber dann hat sie die ersten Schmerzmittel bekommen. Und seitdem geht's ihr gut. Ich habe befürchtet, dass die nicht so lange halten, aber jetzt geht's ihr immer noch echt ganz gut. Und morgen kriegt sie dann schon die nächste Dosis und ja, genau. Die ersten Tage sind halt immer das Schlimmste. Aber die schlimmsten 24 Stunden hat sie jetzt offensichtlich überstanden. Jetzt ist sie schon wieder relativ normal. Armes Kätzchen. Der erste Tag war schon schlimm für sie. Da war sie schon sehr angeschlagen und hat man auch gemerkt, dass sie echt Schmerzen hat. Vom Verhalten her einfach. Hat nicht wirklich oder nur wenig reagiert auf Reize. Fressen sowieso nichts, aber ja, klar. Auch nichts getrunken. Okay, cool. Jetzt müssen wir nur die Decke noch mal ein bisschen auffrischen und dann der Raum bereit. So, da hatte ich, glaube ich, waren das Scheunenteile, die Decken, die ich da benutzt habe?
heißt einfach nur Floor, das Teil. Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Unser Hund, tut mir leid, der hat eine Zecke. Und da, wo die Zecke war, hat es sich entzündet. Oh, der Tierarzt hat uns nur eine Salbe gegeben. Der hat offensichtlich voll die Schmerzen, der Arme. Ja, das ist echt blöd. Hat der euch dann kein Schmerzmittel oder sowas verschrieben oder irgendwas? Oder wenigstens Antibiotika? Irgendwas Entzündungshemmendes oder so? Was so Schmerzbehandlung angeht, ist unsere Tierärztin da eigentlich echt cool. Die hat uns eben nicht nur das Schmerzmittel mitgegeben, sondern auch gemeint, wenn wir merken, dass es zu schlimm wird oder eben auch länger nicht gut wird und das Schmerzmittel nicht hilft, hätte sie dann der Katze auch einfach Opiate verschrieben oder gegeben. Und ich habe mir gedacht, ich will auch. Aber zum Glück war das nicht notwendig. Also die Katze braucht keine, aber ich würde nicht Nein sagen. es würde mich wirklich interessieren. Ich bin ja schon immer neugierig. Ich hätte in Wirklichkeit wahrscheinlich zu viel Angst, dass ich dann wirklich das so rumexperimentiere damit. Aber interessieren würde es mich auf jeden Fall. Wie so Opiate wirken. Ich meine, wenn man sämtlichen Schriftstellern aus dem, weiß ich nicht, 17., 18., 19. Jahrhundert glaubt, dann ist das ziemlich super. Und Dr. House. So, schauen wir mal, dass wir hier noch die Decke reinkriegen. Oh oh, hilft bei der Verteidigung von Abernethy Farm. Ich muss leider mein Haus bisschen renovieren. Ihr versteht das, Abernethy Farm. Kommt schon zurecht, oder? Na komm, glitt schön. Genau, das... Nee, doch nicht. Okay, so machen wir. Gut. Ich freue mich schon auf Horizon Zero Dawn für PC. Ja, das ist ziemlich irre, dass das für den PC kommt, oder? Ja, findet die Zelda auch. Ziemlich irre, dass Sony wirklich ein hauseigenes Spiel im Grunde jetzt für den PC bringt. Damit hätte man auch nicht gerechnet. Aber vielleicht ist das jetzt so ein bisschen, wo die neue Generation ansteht. Hauptmann oder verscherbe man noch die PlayStation 4 Spiele für den PC jetzt oder so. Keine Ahnung. Aber hätte ich nicht erwartet, dass Sony das macht. Der hat uns eine Salbe gegeben und eine Rechnung, sonst nichts. Ist auch nicht der Tierarzt, wo wir sonst hingehen. Würde er, zu dem wir sonst gehen, selber krank. Ah ja, auch als Anreiz für Horizon 2, das kann ich mir auch vorstellen, das stimmt. Dass die jetzt quasi auch bei PC-Spielern Werbung machen für Horizon 2, damit man sich vielleicht dann doch eine PS5 holt. Es kann schon sein, dass das auch eine Überlegung ist. Und den Stempel nehmen wir den anderen. Das stimmt. Ja, ich meine, wir waren auch mal bei einem Tierarzt eine Zeit lang. Grundsätzlich kann ich nichts gegen den sagen. Der war schon ein guter, also der hat schon alles ordentlich gemacht und so. Aber man hat halt gemerkt, dass der die meiste Zeit eher so
im Stall bei irgendwelchen Kühen oder so ist. Weil so war der auch so ein bisschen in der Behandlung der Katzen. Ja, hier, passt schon, bam, und ja. War auch so ein älterer Landtierarzt halt. Da ist mir das schon lieber, wenn man ein bisschen sorgsamer und einfühlsamer und mitleidvoller, das kann man schöner ausdrücken, aber mir fällt es nicht ein, empathischer mit den Tieren umgeht. Dafür war der sehr billig. Wenn ich das jetzt mit unserer aktuellen Tierärztin vergleiche, dann uiuiui. Naja. Das sieht komisch aus. Aber ich lasse es mal so, weil ich sitze jetzt hier schon seit wie lange? 6 Stunden oder so und habe echt einfach keinen Bock mehr. Deswegen nehme ich es jetzt mal nicht so genau hier. Ich nehme mal noch vielleicht 2 schmale Böden. Und klatsche die mal noch rein. Das sieht absolut bescheuert aus. Aber hey, habe ich mir auch die ganze Zeit beim Wohnzimmer gedacht und jetzt ist es irgendwie gar nicht mal so schlimm. Würde ich sagen, mindestens. Wenn nicht sogar ganz in Ordnung. Ich meine, wenn man genau, ne, wenn man sucht, findet man schon die Stellen. Aber so... Es ist alles gut genug verschleiert, dass man gar nicht so genau hinguckt auf die eher unschönen Stellen. Einfach genug Rouge verteilen und schon merkt man die unsauberen Ecken und Kanten gar nicht mehr so sehr. Man muss nur genug Anreize fürs Hirn schaffen, wo es lieber hinguckt, als auf die unsauberen Decken und Wände und Abschlüsse und so. Nein, jetzt kriege ich den Glitch-Stempel nicht mehr raus. Naja, verstecken wir unter einer Lampe oder so, würde ich sagen. Naja, zumindest ist das Zimmer jetzt quasi bereit, dekoriert zu werden, aber heute nicht mehr. Das machen wir dann wieder in den normalen Let's Play-Folgen. Das war jetzt auch wirklich eher eine Ausnahme, dass wir hier jetzt einen Stream machen, weil ich eben jetzt die Folgen von letzter und dieser Woche und auch von nächster schon ein bisschen, glaube ich, hier nachholen und aufnehmen wollte. Das habe ich jetzt hier in einen Topf geworfen. Aber in Zukunft wird auch das Special Stream wieder was Eigenes und die Fallout 4 Let's Builds auch wieder, also ein getrenntes Format vom Stream normalerweise. So war es wirklich nur zur Not oder so. Na schön, dann steige ich jetzt mal in meinen roten Pickup und fahr nach Hause. Gute Nacht, Leute. Macht's gut. Mein Mii macht dir Angst. Ja, er starrt durch dich durch, durch deine Seele. Na dann, bis Dienstag. Ja genau, Dienstag ist wieder ganz normal Streamstag. Macht's gut, bis dann. Ciao.